Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich freue mich heute so, so sehr, eine ganz besondere Dame bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Und zwar ist es die liebe Ulrike Sichert-Schuster. Die Ulrike wird uns heute in die Welt der Hochsensibilität entführen und mit uns da ganz, ganz tolle, wertvolle Tipps austauschen und natürlich auch wertvolle Inhalte mit uns teilen zu diesem Thema. Liebe Ulrike, sehr, 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 sehr lieben Dank, dass du heute hier bist und dir die Zeit nimmst für mich und für uns alle hier. Hallo, liebe Susanne, liebe Zuschauer oder Zuhörer. Ich freue mich sehr, dass ich heute beim Podcast mit dabei bin, dass du mich eingeladen hast. Wir haben es ja eigentlich schon länger geplant gehabt oder uns dazu verabredet. Und jetzt endlich können wir es verwirklichen. Genau. Ulrike, deine Spezialisierung ist das Thema Hochsensibilität. Wie bist du da überhaupt dazu gekommen, dass man sagt, boah, ich spezialisiere mich zum einen auf dieses Thema, und wie entdeckt man, dass man hochsensibel ist? Wie war das bei dir? Also meine Hochsensibilität oder das Thema Hochsensibilität habe ich eigentlich zufällig entdeckt vor circa 12, können auch 15 Jahre sein. Und ich war beim Surfen im Internet und habe darüber was gelesen. Und dann habe ich mir gedacht, spannend, okay. Und das hat mich dann so angetriggert, dass ich mir gedacht habe, okay, da will ich mehr dazu wissen, habe dann auch Bücher dazu gelesen. Und der erste Impuls war so, okay, ja, das betrifft mich, das bin ich. Und ich habe auch immer gemerkt, ja, ich bin irgendwie ein bisschen anders als andere. Und das war so der Aha-Moment, dass ich gewusst habe, okay, da gibt's was, das beschreibt, warum ich anders bin, und dass es aber davon auch noch andere gibt. Also ich bin mit meinem Anderssein nicht alleine auf der Welt. Ja, und dann habe ich mich damit beschäftigt, okay, und habe es eigentlich dann wieder, das war dann, ja, war, habe ich dann gewusst und habe mir gedacht, okay, sehr interessant, und habe es eigentlich eher zur Seite gelegt, das Thema. Ja, dann kam eine berufliche Veränderung, oder ich habe mir schon lange Zeit eine berufliche Veränderung gewünscht. Ich bin im Ursprungsberuf Erzieherin, oder war ich zu dem Zeitpunkt noch, und Krippenpädagogin, habe dann noch meine Tochter bekommen, oder unsere Tochter, 2015 kam hier auf die Welt. Ich bin dann kurz in den Beruf wieder Teilzeit als Erzieherin eingestiegen. Aber da war schon davor irgendetwas, ja, dass ich gemerkt habe, da geht irgendwie noch mehr. Ich will noch ein bisschen eine andere berufliche Veränderung, und habe mich selber auf die Suche gemacht, auch durch ein Coaching. Und bin dabei gelandet, dass ich sage, okay, ich mache nochmal eine neue Ausbildung zum Coach. Und habe eine zertifizierte Coaching-Ausbildung in München bei der Sabine Askodon absolviert. Das war im Jahr 2019. Ganz tolle, spannende Zeit, und das hat einiges in Bewegung gesetzt. Und da kam natürlich auch das, dass ich mich vielleicht selbstständig mache. Und ich habe mir dann gedacht, ja, mit welchem Thema, ne? Also jeder hat so sein Thema. Und ich habe mich dann ganz stark mit meinen Stärken und Ressourcen befasst und bin dann, ja, das, was mich als Mensch ausmacht, hat ganz viel mit meiner Hochsensibilität zu tun. Und ja, da bin ich damals mit meinem Hund spazieren gegangen und habe mir das dann so gedacht und mir gedacht, okay, und habe dann recherchiert im Internet, wie andere, ich meine, andere Coaches, so Hochsensibilität gibt es natürlich auch, da bin ich nicht die Einzige, und habe mir zuerst gedacht, oh je, nein, das kann ich nicht. Und dann habe ich mir gedacht, dann habe ich es wieder auf Zeiten gelegt, das Thema, und dann... Ja, und dann habe ich mich wieder rangetraut. Man sollte sich nicht mit anderen vergleichen, weil jeder Mensch ist einzigartig und bringt mit seiner Person
einfach einzigartige Dinge mit ein. Und so habe ich jetzt meinen Weg gefunden, dass ich ja 2019 dann schon, bevor ich die Absolvierung hatte, also das erfolgreich bestanden, habe ich mich dann schon selbstständig gemacht und habe schon ja die ersten Coachings durchgeführt, auch schon in der Ausbildung. Und wie man hier sieht, bin ich ganz viel im Wald, in der Natur unterwegs. Sehr gut. Ulrike, wie ist das Thema Hochsensibilität denn bei dir ausgeprägt? Wo nimmst du das bei dir am stärksten wahr? Oder beziehungsweise noch eine Frage dazu, wann ist diese Hochsensibilität vielleicht sogar eine Last? Also ich gehe es immer mit einer Skala an von 0 bis 10, also 0 gar nicht sensibel, 10 sehr sensibel oder hochsensibel. Ich würde mich auf einer Skala von 7 bis 8 einordnen. Es kommt natürlich auch auf die Situationen drauf an. Da gibt es Situationen, wo ich sage, okay, da bin ich also auf 10. Das muss nicht unbedingt negativ sein, das können auch ganz positive Situationen sein, wie zum Beispiel, dass mich eine Musik sehr berührt und dass dann die Tränen laufen. Vor lauter Berührung zum Beispiel. Ja, ich muss auch sagen, also ich konnte es vielleicht auch so ein bisschen vergleichen, dass ich früher, wenn ganz viel los war, also wenn ich ganz viele Termine hatte, wenn so viel auf mich eingestürmt ist, dass ich früher sehr schnell oder schneller körperlich erschöpfter war, also auch im Beruf. Ich bekomme Gliederschmerzen. Also ich bin dann auch regelmäßig über meine Grenzen gegangen, weil man gedacht hat, naja, das kann doch jetzt nicht schon wieder krank sein. Aber eigentlich war das einfach, mein Körper hat mir da ein Zeichen gegeben und dieses Zeichen heißt, einfach in die Ruhe zu gehen, sich zurückzuziehen. Und also mein Körper regeneriert sich ganz schnell, wenn ich auf die Zeichen meines Körpers achte. Also das kommt immer wieder nochmal vor, aber ich weiß dann gleich, was ich zu tun habe. Ja, ich bin, wenn man so jetzt eher im Negativen sieht, dass ich auch ganz schlecht mit Druck von außen umgehen kann. Also wenn ich mir Druck mache, ja, okay, dann weiß ich das, dann ist mir das bewusst. Aber so Druck, Zeitdruck auch von außen ist für mich, also geht gar nicht und ich lasse mir auch keinen Druck mehr machen. Also wenn, dann mache ich mir meinen Druck, aber das geht bei mir gar nicht mehr. Und dann fühle ich auch, dass ich blockiert bin. Also dann kann ich nicht das ausleben oder meine Stärken ausleben, die vielleicht meine Kunden brauchen oder die vielleicht meine Familie braucht. Und ja, deswegen versuche ich da viel Freiraum für mich zu ermöglichen. Das ist natürlich toll, weil du dir diesen Rahmen dazu geschaffen hast, mit der Selbstständigkeit das so einzuteilen. Es gibt ja natürlich einige Menschen, die im Angestelltenverhältnis sind, die auch hochsensibel sind und die genau mit diesem Druck jeden Tag umzugehen haben, weil entweder Projekte fertiggestellt werden müssen oder weil man einfach feste Termine einhalten muss. Wie geht jetzt jemand, der hochsensibel ist und der vielleicht sogar schon weiß, dass er hochsensibel ist, am besten mit diesem Druck in der Arbeitswelt um? Ja. Oder auch, wenn man jetzt zu Hause Kinder hat und Familie und so weiter, was gibt es da vielleicht schon einen Tipp, den du dazu geben kannst? Ich sage immer, Hochsensible brauchen Zeit für sich, die brauchen Zeitinseln. Und wenn es nur kurze Zeitinseln sind, also das heißt, jeder soll für sich. Und wenn es 10 Minuten, Viertelstunde, halbe Stunde, also jeder muss gucken, wie viel Zeit, Ressourcen er hat. Und also auch dazu gucken, was tut mir gut. Manchmal reicht es einfach, sag ich mal, auch im Beruf, wenn ich einen Schreibtisch habe, wenn ich irgendwo ins Grüne rausschauen kann. Also auch die Farbe Grün tut uns gut und die erdet uns und beruhigt uns auch. Oder wenn ich den blauen Himmel sehen kann. Also es kommt auch schon darauf an, da gibt es schon Ressourcen und da genügend zu gucken, was könnte ich denn vielleicht auch an meinem Arbeitsplatz verändern. Auch so Dinge wie sich zu überlegen,
Merker, also ein Bild für sich zu schaffen, dass man sagt, okay, das symbolisiert für mich, okay, ich brauche 5 Minuten Pause. Und also wie gesagt, oder dann eben auch, wenn man zu Hause ist, sich wirklich vielleicht 10 Minuten zu gönnen, sich hinzulegen, ein Buch zu lesen, rauszugehen. Also man muss wirklich schauen, was tut mir gut. Dem einen tut gut, er geht joggen, der nächste geht, macht Yoga, der andere macht eine Meditation zum Beispiel. Da für sich diese Inseln zu schaffen. Und dann merkt man auch schon, also dass ich mache auch also Beratung für hochsensible, also für Eltern hochsensibler Kinder. Und da geht es auch ganz, ganz gut, also ganz oft darum, für die Mütter zu gucken, dass erstmal sie in die Ruhe kommen, beziehungsweise sich das zu gönnen, Pausen zu gönnen. Das ist ganz wichtig. Sehr schön. Auf die Kinder kommen wir später noch. Da habe ich Ja. nämlich noch ein paar Fragen an dich. Aber vielleicht jetzt mal, wie erkenne ich denn jetzt überhaupt, dass ich hochsensibel bin? Also ich habe tatsächlich auch so im Internet mal einen Test dazu gefunden, auf der Seite zartbeseitet.net. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Da kann man schon mal so ein bisschen eine Tendenz herausfinden. Allerdings finde ich, kommt da für mich das nicht so raus, was ein hochsensibler Mensch noch sein kann. Aber vielleicht erzählst du mal so ein bisschen, wenn jetzt jemand zu dir kommt oder wenn du jetzt einen Vortrag halten würdest, was sind so die typischen Merkmale von einem hochsensiblen Menschen? Also ich denke, Hochsensibilität hat auch mit der körperlichen Wahrnehmung zu tun, man sagt auch mit den Sinnen, also die Hochsensibilität ist auch die Hochbegabung der Sinne. Und da kann ich mich dann schon fragen, welcher Sinn ist bei mir sehr ausgeprägt? Ist es der Geruchssinn, dass ich sehr geruchempfindlich bin? Im Negativen, also dass ich schlechte Gerüche nicht so gern überhaupt, also sehr schnell wahrnehme und das nicht aushalten kann oder ungern aushalte. Oder auch tun mir Düfte gut, also rieche ich gern. Ich habe mich jetzt mit Duftölen zum Beispiel ein bisschen beschäftigt. Oder auch der Geruch der Blume, was macht es mit mir? Ist es vielleicht auch das Visuelle? Brauche ich visuelle Reize? Gehe ich gern, tut mir Kunst gut zum Beispiel? Gefällt mir das? Oder bin ich sehr lichtempfindlich? Also es ist immer diese, man merkt schon immer, das sind immer diese zwei Seiten. Oder bin ich geräuschesensibel? Also auditiv. Was bin ich da Geräusche? Erschrecke ich schnell? Das sind die Dinge, wo ich sage, okay, da muss man ein bisschen vielleicht auch nachdenken. Meistens, ja, nimmt man das einfach mal so hin, aber ich denke, man muss das auch mal bewusster wahrnehmen. Also es geht auch um die bewusstere Auseinandersetzung. Oder auch welche Geschmacksnerven. Merke ich sehr schnell, dass vielleicht der Joghurt am Kippen ist, zum Beispiel? Oder habe ich sehr viel Freude an sehr gutem Essen? Also merke ich dann auch, was vielleicht sehr frisch gekocht wird, zum Beispiel. Also das sind also auch taktil. Da geht es darum, wie gehe ich mit Druck auf der Haut um, auf Haut und Haaren? Kann ich Kopfhörer zum Beispiel? Oder kann es sein, dass die mir Druck machen oder auch im Ohr? Ich habe auch mit Ohrstöpsel ein bisschen Probleme. Und natürlich auch beschäftigen mich Themen, Emotionen, Erlebnisse. Also wir haben ein sehr starkes Gefühlsleben auch. Positiv sowie negativ. Also auch positive Erlebnisse können länger nachhallen und nachklingen. Oder kann ich schlecht einschlafen, weil mich viele Dinge beschäftigen? Bin ich sehr viel im Kopf, im Denken? Ja, was sind noch so? Wie gehe ich mit Informationen um? Also bin ich jemand, der sich viel merken kann und
diese dann abspeichert und auch zusammen vernetzt. Also viele Hochsensible haben ein vernetztes Denken. Die denken nicht unbedingt in Schubladen, aber es gibt eine Voraussetzung dafür. Soll ich diese sagen? Ja, bitte. Weil wenn wir so viel wir können sehr viel Wissen und Informationen aufnehmen, aber natürlich brauchen wir Zeit, um das verarbeiten zu können. Ne? Also das muss gut verarbeitet werden und das heißt im Schlaf, in der Entspannung und so weiter und so fort. Ich bin gerade noch, ja, wie perfektionistisch bin ich veranlagt? Also kann ich gut mit Veränderungen umgehen, mit kleinen sowie mit großen? Perfektionismus. Ja, wie empathisch oder empfindsam bin ich anderen Menschen gegenüber? Nehme ich die Stimmungen anderer wahr? Das sind so die Dinge, die man sich so überlegen kann, beziehungsweise die halt hochsensible ja, betreffen oder beschäftigen. Wenn wir jetzt sagen, oder wenn man jetzt für sich rausfindet, ja, da passt das ein oder andere auf mich zu, kann man ja auch sagen, je hochsensibler jemand ist, desto empathischer ist er vielleicht auf einer gewissen Ebene, weil er sich ja in manche Menschensituationen besser hineinfühlen kann. Würdest du da mitgehen oder gibt es da auch nochmal Unterschiede? Ich würde sagen ja und nein, weil je ausgeglichener er ist, desto eher ist er empfänglich für sein Umfeld und kann sich vielleicht auch gut hineinversetzen. Aber wenn er nicht in seiner Balance ist, dann ist er sehr mit sich beschäftigt und es kann auch sein, dass er dann irgendwie überreagiert. Erstmal, es sieht so aus, als würde er grundlos überreagieren. Ist natürlich auch die Gefahr für Menschen, die in so einer Hochsensibilität oder die hochsensibel sind, dass die natürlich auch sich leicht überfordern, leichter gestresst sind, vielleicht sogar Tendenz zum Burnout auch haben. Ja, ja. Und gibt es denn irgendwelche Studien oder sowas, wie das auch Hochsensibilität zu Depressionen führen könnte, wenn man da nicht dran geht? Gibt es da was? Da bin ich jetzt gerade überfragt. Okay, weil das wäre natürlich auch mal interessant. Ich habe nämlich jetzt vor kurzem immer wieder mich mit diesem Thema beschäftigt, weil nämlich ganz, ganz viele Leute in der Überforderung sind und durch die Überforderung in so depressive Phasen reinrutschen. Und ich möchte natürlich gerne wissen, was sind so diese Auswirkungen? Und wenn jetzt jemand wirklich so feinfühlig ist und sich so ja, viele Situationen zu Herzen nimmt oder da auch so mitgeht und nicht weiß, wie kann ich mit diesen Gefühlen umgehen, dass das natürlich ganz, ganz schnell ja zu einer Last wird. Und du hast auch vorher so schön gesagt, du hast erkannt, dass du irgendwie anders bist als die anderen. Also man hat ja dann auch irgendwie so das Gefühl, dass man irgendwie alleine dasteht mit seiner Wahrnehmungswelt. Genau. Und unabhängig davon, dass man jetzt sagt, okay, man weiß jetzt nicht, ob es Studien gibt, aber es könnte durchaus ein Zusammenhang sein mit Hochsensibilität und Überlastung, Überforderung, Burnout und gegebenenfalls anderen Auswirkungen. Ich kann jetzt keine konkrete Studie nennen. Ich weiß nur, dass unter denen, die Burnout haben, dass da auch Hochsensible mit dabei sind, auf jeden Fall. Okay. Ja, wenn du jetzt oder wenn jetzt jemand zu dir kommt oder wenn du, oder angenommen, wir treffen uns jetzt auf der Straße und du sagst jetzt zu mir so, boah, Susanne, ja, ich mache Hochsensibilitätscoaching, sag ich, ja, okay, ich weiß, ich bin hochsensibel. Welche drei Tipps könntest du jetzt neben dem, was du schon mitgegeben hast, zu geben, um mit dieser Thematik klarzukommen oder sich besser zurechtzufinden im Alltag? Ja, also ich denke, es geht wirklich darum zu wissen, also erstmal sich vielleicht auch mit seiner Hochsensibilität auseinanderzusetzen. Also das ist immer so das Erste, dass ich sage, dass ich mit den Leuten spreche und sage ihnen, was ist Hochsensibilität? Wie hängen vielleicht Dinge miteinander zusammen? Also wie zum Beispiel diese Informationsverarbeitung. Wir können sehr viel aufnehmen. Das hat wirklich... ja, das ist eine Fähigkeit und eine Stärke von uns. Aber natürlich brauche ich dann im Gegensatz auch
die Zeit, dass ich mich damit, ja, dass ich das verarbeiten kann. Also erstmal dieses Wissen darum finde ich ganz wichtig und dann zu gucken, wo äußert sich denn meine Hochsensibilität? Äußert sich die in verschiedensten Sinnen? In den verschiedensten Sinnen? Ist es mir negativ? Ist es mir positiv? Sich da Gedanken zu machen und eben ja auch zu schauen, wirklich zu gucken, was tut mir gut oder was will ich? Auch sich selbst die Frage zu stellen, bin ich zufrieden mit meinem Leben? Also da kommen wir dann schon zu den tieferen Fragen, aber ich glaube, das ist für Hochsensible ganz wichtig. Also ganz oft stellt sich auch die Berufsfrage, habe ich die richtige Stelle? Bin ich im richtigen Job? Was ist mein Lebenssinn? Und jetzt höre ich es schon gleich. Naja, nicht jeder kann sich selbstständig machen oder das sich auserwählen, dass ich dann auch sage, okay, ich habe einen Job, einen Brotjob, den man schon sagt, aber was gibt mir Ausgleich? Mhm. Also was gibt es da für Hobbys? Oder wie kann ich mich engagieren? Dass ich da eben schaue, was könnte für mich auch gut sein? Voll schön. Du hattest vorher mal die Kinder angesprochen. Ja. Dass du da Eltern mit hochsensiblen Kindern oder beides, hochsensible Eltern mit hochsensiblen Kindern begleitest. Ja, wie können Eltern feststellen, dass ihre Kinder hochsensibel sind? Weil das ist ja nochmal was anderes. Man kann sich selber natürlich reflektieren und über sich nachdenken. Aber man kann jetzt, wenn man ein Kind hat, könnte es natürlich sein, dass manche Eltern, so wie man auch gestrickt und erzogen wurde, dass es heißt, ja, okay, der ist einfach jetzt gerade zickig oder das Kind ist jetzt gerade irgendwie nur traurig, ja. Und wie kann man jetzt als Elternteil feststellen, dass das eigene Kind da vielleicht auch eine Tendenz zur Hochsensibilität hat? Also ich denke, da kommen auch wieder mehrere Komponenten zusammen, dass vielleicht Kinder also überreagieren, entweder Wutausbrüche haben oder sich zurückziehen. Und das ist nicht nur einmal im Monat der Fall, sondern wahrscheinlich öfters. Mhm. Das kommt meistens, also diese Überstimulation ist natürlich bei Kindern eher gegeben, weil die erst noch lernen müssen, damit umzugehen, sich selbst zu regulieren. Und manche Kinder lassen es einfach dann, also auch wenn sie zu Hause sind, einfach so raus und weinen und man weiß eigentlich gar nicht, was war jetzt eigentlich. Also es ist so immer scheinbar grundlos. Es hat einfach damit zu tun, dass man sagt, oder dass man sagt, es kommen so viele Reize auf die Kinder oder zu den Kindern, dass es irgendwann mal das Fass zum Überlaufen bringt. Mhm. Und wo lässt man sich fallen? Das ist ganz oft zu Hause. Natürlich, wo man sich sicher fühlt, da lässt man es dann raus. Also dieses scheinbar grundlose Überreagieren oder Zurückziehen, diese Neigung zur Überstimulation. Auch die körperliche Sensibilität ist bei Kindern besonders ausgeprägt. Oft sind es Kinder, die ja, zum Beispiel duschen oder Druck, also zum Beispiel beim Kämmen oder Probleme haben, wenn man Zopf macht, bei den Mädchen jetzt beispielsweise. Mhm. Also da zu schauen, ja, es ist eben, man kann nicht sagen, es ist immer bei jedem gleich, ne? Mhm. Also da, vielleicht sind auch Kinder sehr lichtempfindlich. Hitzeempfindlich, die mögen eher die Kälte oder eher den Schatten. Also zu gucken, ja, die Sinnesreize, also die Übersensibilität oder sie riechen sehr, sehr stark oder sehr schnell irgendwelche Gerüche, wo manche Eltern sagen, habe ich noch gar nicht bemerkt. Mhm. Oder schmecken vielleicht auch Dinge, wo sie sagen, bäh, mag ich nicht. Es kann nämlich sein, dass die dann wirklich nicht am Ablaufdatum vielleicht sind. Oder auch
Ist mein Kind sehr gefühlsstark? Also hat es, kann es sich in andere Kinder auch hineinversetzen? Leidet es mit zum Beispiel? Wirkt es manchmal im Umfeld blockiert und kann das Potenzial gar nicht zeigen? Oder auch abends, wie gut kann mein Kind abschalten? Schläft es abends schnell ein oder eher schlechter oder hat es Durchschlafschwierigkeiten? Und ist das Kind sehr neugierig, wissensdurstig, sehr kreativ? Stellt es Fragen, wo sie sagen, okay, hups, wie kommt es da drauf? Das kommt so auch aus heiterem Himmel, weil die Kinder ganz oft, also im Denken sind, man sagt ja liebevoll, das sind die Immerdenker. Also dieses Gehirn schaltet an sich ja so gut wie nie ab. Tut sich mein Kind schwer mit Veränderungen, also sich das auch zu überlegen. Ist es perfektionistisch veranlagt? Tut es sich schwer mit Kritik? Also Ehrlichkeit, diese Kinder sind unwahrscheinlich sehr, also sehr ehrlich und auch sehr verantwortungsbewusst. Jetzt ist es natürlich so schön, wie das alles ist, wenn man so feinfühlig ist. Also ich sehe das ja als unheimliches Geschenk, wenn man diese Feinfühligkeit einfach hat, beziehungsweise auch diese geschärften Sinne hat. Aber wir leben ja auch noch in einer Welt, die da nicht unbedingt, wo man nicht überall Freunde gewinnt dadurch und vielleicht dann auch später mal in der Arbeitswelt oder auch im Schulsystem entsprechenden Druck bekommt, um einfach seine Leistung zu bringen. Und dann kann man jetzt als Elternteil jetzt aus meiner Sicht noch so sein Kind fördern und unterstützen und begleiten. Auf der anderen Seite gibt es aber auch noch eine Seite, die vielleicht ein bisschen härter ist für das Kind. Also zu Hause förderst du und versuchst die Stärken rauszuarbeiten, dann ist es am Schulhof und wird vielleicht ungerecht behandelt und dann von dem Lehrer auch ungerecht irgendwie bestraft oder wie auch immer. Das, glaube ich, ist für hochsensible Kinder eine Riesenherausforderung, da einen Mittelweg zu finden. Und ich würde auch sagen, dass es die große Kunst ist, mit dieser Gabe einen Mittelweg zu finden, um in dieser, ich sage jetzt mal, anderen Welt, die da noch da ist, leben zu können und gut leben zu können. Wie sind deine Erfahrungen damit? Ja, also ich habe auch persönliche Erfahrungen. Meine Tochter ist jetzt auch in die Schule gekommen und es gibt also jetzt gerade die körperliche Sensibilität, dass sie manchmal sagt, es ist ihr zu laut und so weiter. Manche Lehrer lassen jetzt zum Beispiel auch Kopfhörer zu. Meine Erfahrungen sind, ich weiß, dass es ja, es ist so eine Gratwanderung, die man mit Kindern, also mit hochsensiblen Kindern immer macht. Und auch dieses, ich denke halt, dieses Stärken von zu Hause ist sehr wichtig. Also auch hochsensible Kinder brauchen Selbstbewusstsein, also ihr Selbstbewusstsein zu stärken und auch diese Annahme, du bist gut so, wie du bist, ist, glaube ich, ganz wichtig. Das ist so mal die Basis. Und wenn ich dieses Angenommensein habe, dieses Gefühl, angenommen zu sein, und wenn ich nach Hause gehen kann, kann ich es auch rauslassen, darf ich es auch rauslassen. Also erstmal das zu wissen, das glaube ich, oder Kinder wissen ja das nicht immer so bewusst, sondern das ist einfach dieses Gefühl, glaube ich, hilft den Kindern schon, diese Herausforderungen zu meistern. Und also dass sie eben. Ich versuche meine Tochter dahingehend auch zu stärken und zu sagen, wenn sie sagt, jetzt war dieses wieder der Konflikt, da war was vielleicht mit der Lehrerin und so. Ich versuche mich mit meinem Kind hinzusetzen und zu überlegen, ja, was können wir denn machen? Beziehungsweise vielleicht solltest du mal mit dem oder den anderen einfach sprechen. Also vieles liegt auch in der Kommunikation. Und auch zu Hause zu gucken, nicht immer nur das zu machen, was das Kind will. Das ist natürlich toll, aber natürlich auch immer so ein Stückchen weit zu fordern. Also da
diese Gratwanderung zu machen. Man kann ja noch mal ein Stück nach vorne gehen, ne? Oder man kann halt noch mal ein Stück weitergehen. Und da zu gucken und da zu schauen, wie weit kann ich mein Kind denn auch mal herausfordern und versuchen, zu gehen. Sehr schön. Ja, das Letztere finde ich ganz wichtig, dass man da wirklich auch schaut, dass man das Kind auch ein bisschen pusht, sage ich jetzt mal, damit es auch lernt, was in ihm steckt, dass es nicht beim ersten erreichten Ziel schon sagt, oh ja, jetzt habe ich das Ziel erreicht, jetzt kann ich die Füße hochlegen. Ist zwar auf der einen Seite schön, aber auf der anderen Seite, dass es auch sieht, dass noch mehr gehen kann, ja, aber nicht unbedingt immer situativ muss. Ja, weil dann sind wir wieder in dem Perfektionismus und in dieser Überlastung. Aber ich finde es auch sehr, sehr wichtig, dass die Kinder heute lernen, sich wieder mehr sich auch anstrengen zu können, um etwas zu erreichen. Oder dass man auch mal unangenehme Sachen macht, ja, die damit dazugehören und diese Vermeidungsstrategien aufhören. Ja, genau. Also auch zu sagen, du pass mal auf, das ist wichtig. Ich denke, dieser permanente Druck, so richtig Druck ausüben, glaube ich, da kommt man bei den Kindern nicht weit, die blockieren. Also die sagen dann, da geht gar nichts mehr. Also da kommt man nicht weit. Das ist einfach, ja, das sanftere Sprechen oder auch dann auch mal zu sagen, du pass mal auf, das ist jetzt so, das ist meine Meinung und du musst auch mal die Meinungen von anderen akzeptieren und dich auch mal nach andere zu richten. Das kann nicht immer nur nach deinem Willen gehen. Das sind immer schöne Gespräche zu Hause, gell? Ja, und die Folgen und Auswirkungen besprechen. Ja, was ist aus deiner Sicht noch wichtig, um den Kindern der heutigen Zeit ein gesundes Wachstum zu ermöglichen? Also wie ich es vorhin schon gesagt habe, diese Annahme, du bist gut so, wie du bist, das ist für alle Kinder, glaube ich, wichtig, egal ob sie irgendwelche Beeinträchtigungen haben oder ganz normale Normalfühler einfach sind. Also das ist, ich denke, das ist für alle Kinder wichtig. Also dieses Annehmen, ja, du bist gut so, wie du bist. Wichtig ist vielleicht auch so dieses, ja, das geht da einher, diese wohlwollende, positive Umgebung. Dass wir Kinder nicht ablehnen oder ja uns erstmal, wenn wir sie sehen, gleich ein Urteil drüber bilden und bewerten, nur weil sich ein Kind irgendwie nicht so toll verhalten hat. Also einfach zu wissen, dass die Kinder ja zu ihren Eltern, zu ihren Lehrern, zu ihren Erziehern gehen können. Selbstständigkeit fördern, Selbstbewusstsein fördern, Kreativität, Interessen. Ja. Also das sind so meine wichtigsten Dinge, also um ein gesundes Wachstum zu ermöglichen. Jetzt weiß ich ja von dir, liebe Uli, dass du in Schulen, glaube ich, Vorträge hältst zu diesem Thema. Magst du da mal ein bisschen was dazu erzählen, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer da mal wissen, was sie bei dir noch bekommen können an Unterstützung? Ja. Ich bin, also wenn man mich anfordert oder anspricht, bin ich gerne bereit, zu dem Thema hochsensible Kinder erkennen und verstehen, also da nochmal tiefer in die Materie einzudringen. Mein Vortrag ist das Mama, Papa, ich bin ein Tausendfühler. Total süß. Und da geht es eben darum, diese Kinder zu erkennen, zu verstehen, auch in den Austausch zu kommen und auch für die Eltern oder ja zu sehen, wir sind nicht alleine. Also und auch zu schauen, sich selbst auch Rat, also Tipps vielleicht auch zu geben, also zu unterstützen und sagen, ich mach's mit meinem Kind so oder das hat gut getan und so weiter. Und auch zu sehen, wie
verschieden die Ausprägungen sind der Hochsensibilität. Es gibt nicht nur die eine Hochsensibilität, sondern es gibt eine Bandbreite. Da spielen auch verschiedene Persönlichkeiten mit rein. Auch zu sehen, also allgemeine Tipps zu sehen oder zu hören, und die von mir kommen, wie geht man damit um? Ja, und also wie gesagt, Vorträge gibt es bei mir, und wer dann sagt, okay, die Tipps reichen mir vielleicht nicht aus, beziehungsweise in meinen Elternberatungen gehe ich dann spezifisch auf die Situationen drauf ein. Wir filtern dann raus, was ist das Problem, was ist die Herausforderung der Eltern. Und auch mal den Blick zu wenden und zu schauen, was ist denn eigentlich die Stärke meines Kindes. Mhm. Also da schön. Auch ein bisschen manchmal einen anderen Blick drauf zu bekommen. Mhm. Ich bin dann auch mit meinen Eltern, also das ist, kommt sehr gut an, auch im Wald unterwegs. Und weiteres Angebot ist eben auch, dass ich Coaching, Naturcoaching einrichte, also nicht nur in Beratung, sondern dann gehen wir in den Coaching-Bereich, dass ich mit Naturmaterialien arbeite, mit Metaphern und so weiter, was uns halt alles in der Natur begegnet. Und damit, sage ich mal, Erkenntnisse. Was tut mir gut? Wie kann ich in Veränderungen? Es geht meistens in Veränderungen zu gehen oder in die Balance zu gehen. Wie kann ich das Ganze umsetzen? Also dort direkt zu gucken, da einen Blick drauf zu werfen und zu gucken, was tut mir gut. Und der Wald, der eröffnet halt da einen großen Raum. Das ist schon was anderes. Man kann dann, man sieht die Farben, das entspannt, und das macht auch die Bewegung dazu, setzt etwas in Bewegung. Sehr schön. Ja, ihr Lieben, ihr habt jetzt mal einen kleinen Einblick in das Thema Hochsensibilität bekommen. Wenn ihr dazu Fragen habt, die Uli hat euch ja gerade erklärt, was sie alles macht und wie ihr von ihr begleitet werden könnt. Liebe Ulrike, vielen, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und für diesen schönen Austausch. Und wenn ihr Fragen habt, ich verlinke deine Webseite dann auch nochmal hier, könnt ihr die Ulrike gerne direkt kontaktieren. Und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen, und euch allen eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss. Vielen herzlichen Dank, liebe Susanne, dass ich bei dir sein durfte. Und vielleicht noch, also jemand kann, ich habe auch Fragebogen zu diesem Thema, wenn jemand dazu sagen will, okay, ich hätte gern diesen Fragebogen, den schicke ich immer unverbindlich zu, und wir werden auch unverbindlich darüber sprechen. Super, okay. Ganz toll. Gut, danke dir, und wir sehen und hören uns bald. Danke dir, tschüss. Hat dir diese Podcast-Folge gefallen? Dann freue ich mich über einen Like oder wenn du diese teilst. Und schon bald gibt es wieder hier neue Folgen für dich im First Class Energy Podcast. Bis dahin wünsche ich dir alles Liebe und Gute auf deinem Weg. Deine Susanne.